Ich wollte mich ja eigentlich davor drücken, ne? Aber das Interesse scheint so hoch zu sein, deswegen mache ich dieses Video jetzt einfach mal. Ihr wollt alle diese HP-OM-PCs sehen, dann werde ich das jetzt auch mal so machen. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal die Omen-PCs an von HP, und zwar den 30L und den 45L. Das sind so Preisspannen, die die meisten wohl interessiert haben. Es wurde sehr oft nach dem 30L gefragt und ich dachte mir, ja komm, dann nehmen wir einfach noch einen mit dabei. Ich habe mich lange davor gedrückt. Wir haben hier ein gewisses Problem bei diesen PCs, bei Omen. Es ist folgendermaßen, man weiß nicht genau, was verbaut ist. Einige Sachen sind super aufgeführt, da weiß man sofort, okay, alles klar, das ist das und das und das. Beim Netzteil zum Beispiel steht da 800 Watt Netzteil Gold. Ja, das war's, also was ich so an Infos habe. Dann steht bei Mainboard einfach nur MicroATX und die Anschlüsse. Ja, das sagt mir jetzt aber nicht, welches Mainboard das ist. Und wir haben noch ein spezielles Problem hierbei, was ich sehr oft gehört habe. Wenn ihr solche PCs kauft, dann kann es passieren, dass ihr ein Mainboard bekommt, also ein OEM-Mainboard, was du so auf dem freien Markt quasi gar nicht kriegst, auch nicht bei Geizhals oder so, was meistens dann MicroATX ist. Auch in der Preisklasse finde ich eine Katastrophe, aber bitte. Und dazu kommt dann noch, dass die andere Lochabstände haben. Sprich, wollt ihr das hinterher umbauen in ein anderes Case, weil vielleicht der Airflow scheiße ist, oder ihr wollt einen anderen CPU-Kühler oder so verbauen, passt das nicht. Ihr müsst die Sachen in diesem Case betreiben. Haben wir jetzt schon ganz oft gehabt, das Thema auf dem Discord. Da sagt jemand, hey, ich möchte mir einen anderen Kühler holen dafür. Dann sagen wir, jo, alles klar, du hast jetzt hier einen Intel, was weiß ich, einen 11700K oder so drin. Und dann sagen wir, okay, nimm diesen CPU-Kühler, sollte passen, der kauft sich, den passt nicht. Weil die Lochabstände nicht stimmen. Die nehmen einfach eigene Lochabstände. Keine Ahnung, warum sie es so machen, ob es dann irgendwie billiger wird oder so, aber das ist das Problem hierbei. Und wir mussten jetzt auch, was die Listen angeht, also meine Berater und ich, wir mussten schauen, was da jetzt ungefähr reinpasst. Weil Mainboard-technisch können wir halt auf nichts zurückgreifen. Ich habe jetzt immer die teuersten Micro-ATX-Mainboards genommen, die teuersten auf dem Markt, die ihr jetzt so kriegt bei Geizhals. Ich habe mir die Preisvergleichlisten angeguckt, da sind dann Mainboards für 350 oder 400 Euro drin, Micro-ATX. Einfach nur das teuerste genommen, damit wir auf so eine Nummer sicher gehen können. Aber ihr werdet es gleich beim Preis noch sehen, selbst das, naja, ist hinfällig. Wir schauen uns das jetzt mal an. Wir starten mit dem Omen 30L Desktop-PC. Das ist der Omen 30L Desktop-PC GT131708NG. Der wurde sehr oft angefragt, Nvidia GeForce RTX 3080 für 2999 Euro. Zuerst mal zu dem Bild, das wird wohl kaum Fake sein. Die Wasserkühlung, die da drin ist, ist auch wirklich da drin. Ist nur eine 120er, dazu kommen wir gleich noch. Ansonsten, das Case stimmt natürlich und ja, es sind ihre eigenen PCs. Warum sollten sie da faken, ne? Was das Betriebssystem angeht, haben wir Windows 11 Home. Das reicht für den ganz normalen Gamer aus. Windows 11 bin ich jetzt kein Freund von. Vor allen Dingen, hier ist so viel Bloatware drin, so viel zusätzliche Software, die ihr einfach nicht braucht und die hinterher Geld kostet, wenn ihr das Abo nicht irgendwie abbrechen würdet, kündigen würdet, wie auch immer. Windows 11, ja gut, läuft mit einigen Spielen noch ziemlich instabil. Deswegen sage ich immer, nehmt lieber Windows 10. Und da würde ich euch direkt zu raten, macht eine Clean Install von Windows 10. Zumindest bei diesem PC. Bei dem anderen solltet ihr schon Windows 11 nehmen, weil da eine andere Intel-Generation drin ist. Aber hierbei könnt ihr ruhig Windows 10 nehmen. Das würde ich auf jeden Fall runterschmeißen, das Windows 11. Das ist so voll mit Bloatware. Das ist ganz, ganz schlimm. Das kostet 69,99 €. Als Speicher bekommen wir Kingston HyperX 32 GB DDR4 3200 MHz XMP RGB RAM. Ja, 32 GB erwarte ich auch in dieser Preisklasse auf jeden Fall. Ist natürlich dann zukunftssicher. 3200 MHz, das erfüllt gerade so die Spezifikation von Intel. Ihr könnt den natürlich auch schneller betreiben, beziehungsweise ihr könntet auch 3600er nehmen oder 3733er oder ähnliches. Hier haben sie sich jetzt halt an die Spezifikation gehalten. Ja, okay, von mir aus. Dual Channel, ganz wichtig, ist auch ein guter Hersteller, was RAM angeht. Wir haben damit keine Probleme bisher gehabt. Es gibt ab und zu so Sachen wie zum Beispiel G-Skill Aegis, sage ich immer wieder in den Videos, die sind sehr fehleranfällig, da haben wir viele Defekte schon gehabt. Aber der ist soweit in Ordnung. Und der kostet 166,73 € bei Bea Computer. Was den internen Speicher angeht, haben wir einmal eine Western Digital Black PCI Express SSD mit 2 TB und eine mit 1 TB. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das die SN750 ist. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3400 MB/s und Schreibgeschwindigkeit von 2900 MB/s. Die ist schon gut schnell. Ein normaler Gamer braucht eigentlich auch nicht mehr. Wenn ihr jetzt natürlich tagtäglich Daten hin und her schaufelt, nehmt ihr irgendwie eine andere PCI Express 4.0 oder ähnliches. Das reicht aber völlig aus. 2 TB und 1 TB jeweils. Ich schätze mal, auf der 1 TB werden so Windows und so installiert haben und die 2 TB ist da zum Auslagern von Spielen und so. Finde ich ganz gut. Reiner SSD-Speicher, keine HDD oder so, ist in Ordnung. Und die kostet 220,90 € bei MindFactory. Und die kleinere davon, 1 TB, 109,99 € bei eBay. Cloud Service, 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate. Ab dann kostet's Geld. Grafik-Subsystem oder Subsystem, Grafikkarte, diskret, Nvidia GeForce RTX 3080.
Wir wissen jetzt nicht, welche wir bekommen, deswegen nehmen wir einfach die günstigste, die Zotac 3080, ist zum Zocken in WQHD völlig geeignet, in 4K, kommt aufs Spiel an, klar, FPS-Test findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wurde letztes Mal ein bisschen kritisiert, weil ich sage, zum Beispiel bei einer 3070 Mittelklasse, dann sollte das hier schon Oberklasse sein, wobei danach noch einige kommen, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, aber das ist schon eine sehr, sehr gute Grafikkarte. Kann man schon von Oberklasse sprechen, würde ich jetzt sagen. Gleich schreibt wieder einer in die Kommentare, nee, der ist aber Mittelklasse. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Und die kostet 979 Euro bei Notebooks billiger. Ja, jetzt haben wir hier die ganzen Anschlüsse. Ich verlinke euch das einfach unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Das dauert jetzt dann echt zu lange. Was nur wichtig ist, hier ist halt auch noch Wi-Fi mit dabei. Ich habe jetzt auch darauf geachtet, dass ich ein Mainboard nehme, was Wi-Fi schon integriert hat im Micro-ATX-Bereich. Erweiterungssteckplätze hättet ihr auch drei M.2 Erweiterungssteckplätze. Das heißt, wenn die eine nicht belegt wird von irgendeinem WLAN-Kärtchen, dann habt ihr sogar noch einen weiteren Steckplatz für eine weitere SSD. Wobei 3 Terabyte ist schon ganz ordentlich. USB-Tastatur und Mauskombination habe ich weggelassen. Das ist ein Preispunkt von 20, 30 Euro, wenn es hochkommt. Das ist jetzt nichts Dolles, nichts zum Zocken oder so. Da, ihr habt ja sowieso meistens eigene Peripherie, wer so ein System kauft. Deswegen rechnet später vielleicht 20 Euro noch drauf, wenn ihr das möchtet. Ich habe es einfach weggelassen. Aussehen. Produktfarbe, Glas, Frontblende in Shadow Black, Seitenwand aus Glas, Logo in dunklem Chrom. Ja gut, das Gehäuse kriegt man halt auch nicht im Endkundensegment. Ich habe jetzt irgend so ein Asa genommen. Kostet 75 Euro. Ich glaube, damit sind wir schon ganz gut bedient. Die kommen natürlich günstiger dran, weil die es in Massen abnehmen und selber fertigen lassen. Von daher, Peng. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Wir haben jetzt hier einen Preispunkt, 75 Euro, und das geht dann schon. Akku und Leistung. Netzteiltyp 800 Watt 80 plus Gold zertifiziertes ATX-Netzteil. Es ist ziemlich schwierig, ein 800 Watt Netzteil zu finden bei Geizhals. Also es geht schon, klar, aber ich habe jetzt einfach eins genommen, was oft gekauft wird. Das Bitphoenix Whisper M 850 Watt. Wir haben es sogar ein bisschen besser genommen, hat 7 Jahre Garantie, voll modular und 80 plus Gold. Also ich denke, mit dem Preispunkt sind wir ganz zufrieden. Ich muss es auch extra nochmal dabei sagen, wir mussten viele Alternativen nehmen, weil wir einfach nicht genau wissen, was drin ist. Die sagen einem das auch nicht. Da kann man hinschreiben und sagen, ey, was habt denn ihr da für ein Netzteil drin? Das sagen die einem nicht. Die sagen, ja, wissen wir nicht. 800 Watt, ja toll. Und das kostet 99,87 Euro bei Mindfactory. Jetzt kommen wir zu diesem Punkt, was ich eben meinte mit Bloatware. Mitgelieferte Software, McAfee LiveSafe. Okay, sage ich ja immer wieder, schmeiß das runter, Windows-Defender macht einen guten Job. Vorinstallierte Software, Alexa, ExpressVPN, kostenlose 30-Tage-Testversion, LastPass Premium, kostenlose 30-Tage-Testversion. Dann habt ihr HP Audio Switch, HP Connection Optimizer, HP QuickDrop, HP Support Assistant, Omen Gaming Hub und eine Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für einen Monat. Ey, die haben das so zugeballert, das System. Klar, es kommt installiert mit den Treibern und so, aber das ist alles Bloatware. Das macht das System langsamer über eine längere Zeit. Beziehungsweise, wenn ihr dann diese 30-Tage-Testversion nimmt und ihr euch registriert habt und ihr vergesst, das zu kündigen, müsst ihr zahlen. Lasst es sein. Macht eine clean Installation. Windows 11, ein USB-Stick rein, da fertig. Oder von mir aus auch Windows 10. Also das ist echt, das finde ich ganz schlimm bei solchen PCs. Das ist schon so ein Grund für mich, auch den nicht zu kaufen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn die diese Software da drauf packen und der Kunde registriert das dann und bezahlt das und so weiter, dann kriegt HP dafür ja auch Geld. Deswegen, schmeißt das runter. Was die Garantie angeht, haben wir 2 Jahre. Ja gut, das ist Standard, nichts Besonderes. Herstellergarantie mit 2 Jahren für Teile und Arbeitskosten. Keine Reparatur vor Ort. Also wenn ihr das Ding im Mediamarkt oder so gekauft habt, reparieren sie da nicht. Also tun sie schon, also sie schicken es weg. Aber ihr kriegt das System nicht vor Ort repariert und könnt es dann wieder abholen. Das ist ein bisschen blöd. Spezielle Merkmale. Flüssigkeitskühlung für Prozessor. Da gehen wir jetzt erstmal zum Prozessor. Das ist ein bisschen wichtiger. Das ist der i9-Prozessor 11900K. Der hat 125 Watt TDP, 8 Kerne, 16 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM, wie auch hier verbaut ist. Man kann ihn schneller betreiben, aber das geht halt so. 125 Watt TDP. Die Wasserkühlung, die hier drin ist, ist eine 120er. Komme ich gleich noch zu. Das ist ein guter Prozessor, zum Streamen geeignet, zum Zocken geeignet, aus der letzten Generation. Also nicht Alder Lake, sondern wir haben jetzt hier Rocket Lake S. Die sind partout nicht schlecht, aber es ist halt etwas älter. Wir sind schon in der 12.000er Generation. Ich wollte es nur dabei gesagt haben, weil ihr kriegt halt für den Preis auch schon die 12.000er und einen guten. Also 12.700K ganz locker. Und der kostet 426,97 Euro bei Mindfactory. Jetzt haben wir hier nochmal diese Angabe 120mm RGB Liquid Cooler. Das ist jetzt nicht genau die. Die werden wieder eine eigene nehmen oder Cooler Master. Keine Ahnung, was die da reinballern. Eine 120er AIO und ein 11.900K zeugt von Mut. Von sehr viel Mut. Ich hatte jetzt ein System hier, da war ein 12.700F Prozessor. Der ist noch ein bisschen, ja nicht kleiner, aber vielleicht gleichzusetzen. Soll ich das so sagen? Egal. Da hatte ich eine 360er AIO drauf. Selbst der wurde scheiße heiß. Wenn man den jetzt wirklich richtig unter Last setzt und rendert, beziehungsweise einen Belastungstest macht, da waren die 100 Grad drin. Ja, kein Problem. Und das hier ist ein 120er. Uff,
Also ich sag wirklich, uff, bei dem Gehäuse, ich weiß nicht, wie der Airflow ist, ich hatte es ja leider noch nicht hier stehen, man kann es auch so nicht kaufen, dass ich es mal irgendwie verbaut hätte oder so. Nee. Zum Zocken vielleicht noch, ja. Sobald ihr anfangt zu streamen und zu rendern und so weiter, wird die nicht mehr ausreichen. Sag ich euch so, wie es ist. Deswegen bin ich überhaupt nicht begeistert von. Und da kann man auch dann irgendwo auf diese RGB-Beleuchtung scheißen, ne? Das bringt einem dann auch nichts mehr. Und die kostet 79 Euro bei Equipper. So, jetzt kommen wir zum Mainboard. Das ist alles ein bisschen fummelig, ich weiß, aber ich muss es halt so machen. Micro ATX mit Intel RKL Z590 Chipsatz. RKL Rocket Lake, ganz einfach. Ich habe das teuerste Board genommen, was ich im Micro ATX Sektor auf diesem Markt finden konnte. Das war jetzt einfach das MSI MPG Z590M Gaming Edge Wi-Fi mit WLAN. Ja, das ist dann schon integriert, hat der PC ja auch. Ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil die Anschlüsse sowieso nicht stimmen. Das kostet allerdings 267,27 Euro und ich denke, damit haben wir den Preispunkt auf jeden Fall getroffen, weil hier ist nur ein OEM-Board drin. Das wird niemals so aussehen. Das wird auch niemals das sein. Die werden eigenes nehmen. Mit anderen Lochabständen, was ihr nicht umbauen könnt und nee. Und über Micro ATX sage ich jetzt nichts bei einem Preispunkt von 3000 Euro, was der gekostet hat. Uff. Ja, ansonsten gibt es da auch weiter keine Informationen zu. Wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an. Wir haben hier die beiden SSDs. Den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2.494,59 Euro. Das System soll kosten knapp 3.000 Flocken. 500 Euro Aufpreis. Ich lasse mich jetzt nicht darauf ein, dass ich da jetzt irgendwie weiter rumrage oder so. Macht euch einfach eure eigene Meinung. Also 500 Euro ist in meinen Augen zu viel. Ich sage es jetzt mal nett. 150 Euro bietet Mindfactory an, wenn ihr diese Komponenten wirklich einzeln zusammensuchen würdet, was ich nicht machen würde. 120er Wasserkühlung bei so einem Prozessor, nein. Aber wir haben schon gute Komponenten genommen. Wir haben das teuerste Micro-ATX-Board genommen, was es jetzt noch im Z590-Bereich gibt, was zumindest bei Geizhals gelistet war. Wir haben auf jeden Fall die richtigen SSDs genommen, gehe ich mal ganz stark von aus. Klar, die günstigste Grafikkarte, aber die werden jetzt auch nichts Besonderes reinballern. 500 Euro Aufpreis. Ich sage es einfach so, wie es ist. Lasst die Finger davon. Das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Ich muss mich da echt dezent zurückhalten. Das ärgert mich doch schon so ein bisschen. So, und damit wir jetzt mal etwas aktueller werden, nehmen wir jetzt einfach mal den Omen 45L Gaming Desktop für 3.599 Euro. Das ist eine Stange Geld. Hier ist es tatsächlich so, wenn ich mir jetzt so die Bilder angucke, dann ist das doch schon so ein bisschen fake, weil zum Beispiel hier nur zweimal RAM verbaut ist und hier sieht man viermal RAM. Ansonsten ist das wieder so eine Ohmwasserkühlung, allerdings in dem Fall eine 240er. Naja, gut, okay. Wer hier schon so durchklickt, also man sieht halt kaum was. Hier sieht man auch vier RAM-Riegel, sehe ich gerade. Tatsächlich. Also doch, wir könnten sagen, das wäre jetzt fake. Hier haben wir als Betriebssystem wieder Windows 11 Home. Das macht hier natürlich Sinn, weil hier die aktuelle Intel-Generation drin ist. Die haben Performance- und Efficiency-Kerne und Windows 11 kann damit besser umgehen als Windows 10. Als RAM-Speicher haben wir HyperX 32 GB DDR4 3733 MHz XMP RGB Heatsink, RAM 2x16 GB. Auch hier haben wir wieder 2x16 GB Dual-Channel, sehr wichtig, 3733 MHz, ist also außerhalb der Spezifikation von Intel, ist dadurch auch deutlich schneller. 3200 kann der Prozessor offiziell, 3733 finde ich gut, klar. 32 GB in der Preisklasse auch angemessen, RGB-Beleuchtung habt ihr auch noch mit dabei, ist auch was Feines, ist okay. Und der kostet 181,90 Euro bei Alternate. Hier haben wir auch wieder eine Western Digital Black PCI Express NVMe TLC M.2 SSD, SSD drin, 1 TB und dann die gleiche einfach nochmal. Die hatten wir jetzt eben auch schon, hat 3470 MB in Lesen und 3000 MB in Schreiben. Das ist in Ordnung, zweimal 1 TB, ja gut, in der Preisklasse von über 3000 Euro. Finde ich komisch, dass sie das reduziert haben. Es ist besserer RAM drin, aber weniger Speicher. Das ist halt, verstehe ich nicht. Ich wäre gerne bei 3 TB geblieben, aber 2 TB, ja, ist okay, ist SSD-Speicher. Und der ist noch einigermaßen schnell von mir aus. Und der kostet 109,99 Euro, mal 2 natürlich bei eBay. Als Grafikkarte bekommen wir eine 3080 Ti. Auch hier haben wir wieder freie Hand, deswegen nehmen wir die PNY GeForce RTX 3080 Ti, die wäre jetzt aktuell die günstigste, ist auch eine sehr gute Grafikkarte. Danach kommt zwar noch die 3090 und 3090 Ti, die machen aber preislich überhaupt keinen Sinn. 3080 Ti finde ich persönlich das Beste, was man preis-leistungstechnisch wählen kann, wenn man eine starke Grafikkarte haben möchte. FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und die kostet 1311,43 Euro bei Notebooks billiger über eBay. Auch hier haben wir einfach nur wieder diese ganzen Angaben, was aber ganz interessant ist. Hier schreiben sie tatsächlich hin, das Mainboard, das ist wieder das Micro-ATX-Board, hat 3 M.2-Anschlüsse, 2 für die SSDs, also jeweils 1 TB, und eine wird für WLAN benutzt. Das heißt, die benutzen so eine kleine M.2-Karte und machen darüber quasi das Mainboard WLAN-fähig. Das bedeutet für euch aber wiederum, ihr könnt den Speicher hinterher nicht mehr erweitern. Klar, ihr könnt noch 2,5 Zoll SSDs einbauen oder 3,5 Zoll HDDs, wie ihr gerne möchtet. Oder ihr nehmt einfach eine von den M.2-SSDs raus und packt eine Größe rein, das geht natürlich auch. Aber ihr könntet jetzt so nicht einfach eine kaufen, reinstecken und läuft.
weil ihr denkt, oh, das Board hat drei Anschlüsse, eins wird da für WLAN dann schon verbraucht. Aussehen, Produktfarbe, Shadow Black. Ich nehme jetzt einfach das Cooling Observatory Light. Hat einen Preispunkt von 65 Euro, hat halt auch drei RGB-Lüfter in der Front, deswegen habe ich es genommen, ja. Kauft es euch bitte nicht, wenn überhaupt nur die Mesh-Variante, weil das hat einen beschissenen Airflow. Das wurde sogar getestet von Krotus Computer, schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Das nehme ich jetzt einfach nur als Preisvergleich. Gebt da bitte nichts drauf, weil wie gesagt, das Gehäuse kriegt man von HP einfach nicht im Endkundenmarkt. Auch hier wieder 800 Watt, 80 plus Gold zertifiziertes ATX-Netzteil. Dann nehmen wir wieder das Bitfenix Whisper M mit 850 Watt, das ist sogar ein Stückchen besser, für 99,87 Euro. Hier wäre diese ganze Software, lasst es bitte einfach weg, beziehungsweise, was heißt weglassen, installiert Windows einmal frisch neu, macht euch einen USB-Stick fertig, wirklich ganz wichtig, das macht eure Kiste hinterher so langsam, es müllt einfach nur zu. Und ihr habt halt die Gefahr, dass ihr in diese Abo-Falle mit reinläuft, hier mit ExpressVPN, LastPass oder Microsoft 365. Auch hier 2 Jahre Garantie. Hier haben wir auch wieder Flüssigkeitskühlung für Prozessor, da kommen wir gleich drauf. Micro-ATX Mainboard kommen wir gleich auch noch drauf. Allerdings haben wir hier schon einen aktuellen Prozessor, den i9-12900K. Danach kommt nur noch der KS. Also das ist wirklich ein sehr, sehr starker Prozessor. Der hat eine TDP und jetzt haltet euch fest, von 125 bis 241 Watt, 16 Kerne, 24 Threads. Also ihr habt ja die Efficiency- und Performance-Kerne und die Performance-Kerne haben Hyper-Threading, deswegen steht hier 16 plus 8 und hier 8 plus 8, wenn er jetzt nicht dieses Hyper-Threading quasi benutzen würde. Wie gesagt, zum Zocken, zum Stream, zum Rendern, Top-Prozessor. Ist einer der stärksten auf dem Markt aktuell. Also das haben sie wirklich gut ausgewählt. Und er kostet 588 Euro bei Mindfactory. Preislich finde ich ihn allerdings uninteressant, wollte ich noch dabei sagen. Preis-Leistungstechnisch wären 12.700er besser gewesen. Aber gut, ihr zahlt hier halt auch über 3.500 Euro für die Kiste. Da kann man auch schon mal gute Hardware erwarten. Oder vielleicht auch nicht, werden wir ja gleich noch sehen. Chipsatz ist Intel ADL Z690, also Alder Lake, Micro ATX wieder. Da habe ich jetzt einfach das Asus ROG Strix Z690G Gaming Wi-Fi genommen. Da ist tatsächlich das WLAN schon mit drin. Also da wird das nicht über so eine kleine Karte realisiert. Ich habe einfach jetzt das teuerste Board auf dem Markt genommen, was ich gerade gefunden habe bei Geizhals. Ich meine, das kostet 330 Euro für ein Micro-ATX-Board. Da sowas knallt man sich in so ein Micro-ATX-Case rein. Da macht das für mich auch noch Sinn. Das finde ich auch geil. Guck mal, wie viele Anschlüsse das hat. Das ist schon ordentlich. Finde ich schön. Aber gut, hat dieser HP-Rechner nicht. Ich nehme es nur als Preisvergleich. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. So, und jetzt haben wir hier noch eine 240mm RGB Liquid Cooler. Und halt diese drei RGB-Fans vorne von dem Case, aber das ist egal. Eine 240er I.O. Ich habe jetzt einfach mal die Deepcool Castle 240 genommen, weil die auch RGB hat und eben eine 240er ist. Eine 240er Wasserkühlung. Auf einem 12.900K. Das ist auch mutig. Also wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, euch diesen PC zu kaufen, um zu streamen, um zu rendern, vielleicht Videoproduktion zu machen, was den Prozessor stark auslastet, lasst es sein. Die Wasserkühlung, also eine 240er Wasserkühlung ist echt mutig. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie der Airflow von dem Case ist. Gut, klar, er hat vorne diese drei RGB-Lüfter. Ja, von mir aus. An der 240er I.O., no name, wahrscheinlich von oben halt selber, hatten wir eben auf dem Bild gesehen. Ich glaube nicht, dass sie qualitativ so geil ist. Lasst es lieber sein. Holt euch irgendwas anderes. Eine Arctic Liquid Freezer 2 irgendwie, wenn ihr jetzt bei Dubaro oder Agando oder so bestellt. Aber das, nee, lasst es sein. Und zum Preisvergleich kostet die 93,39 Euro bei Amazon. Dann wären wir auch schon wieder durch. Hier sind die beiden SSDs, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.960,79 Euro. Das System soll kosten 3.599. Damit lasse ich euch jetzt auch allein. 600 Euro Aufpreis, alter Schwede. Mit einer 240er Wasserkühlung. Und einem OEM-Board, wo man nicht weiß, was drin ist. Nee, echt nicht. Also, ich habe mir jetzt 2 Stück angeguckt. Ich glaube nicht, dass die anderen beiden, die noch verfügbar waren, da jetzt so viel besser sind. Also, wir hätten jetzt halt hier noch diesen hier, auch den 45L, das ist wieder eine andere Konfiguration. Hier sieht man zum Beispiel 1TB SSD plus 2TB SSD, das ist wieder ein bisschen anders. Der kostet auch wieder ein Stückchen mehr. Und dann gibt es halt noch den 40L. Aber ganz ehrlich, das tue ich mir jetzt nicht an. Also, ich glaube nicht, dass die so viel besser werden. Ich meine, wir hatten einen Unterschied von 500 und 600 Euro. Ich glaube nicht, dass das besser wird. Könnte man auch schon Hightech 2.0 dran schreiben. Ja, den Gag werde ich jetzt öfter bringen, wenn ich solche Systeme sehe. Also, lasst die Finger von diesen Omen teilen. Preis-leistungstechnisch ist das nichts. Konfigurationstechnisch kann man drüber streiten. Ein Micro-ATX-Board bei einem 3.000-Euro-System. Uff. Und die Wasserkühlung ist halt nichts. Also das würde ich gerne mal sehen, wenn man da mal so ein Cinebench drüber laufen lässt, wie warm die Kiste wird. Aber leider habe ich keinen hier. Und ich glaube auch nicht, dass sie mir einen zuschicken werden, weil so wie das Video jetzt ausgefallen ist, habe ich es mir mit denen sowieso verscherzt.
Also Fazit, wie gesagt, lasst die Finger davon, holt euch lieber ein woanders. Agando, Dubaro, Krotus von mir aus, völlig egal. Da werdet ihr auf jeden Fall ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis kriegen und einen Full-ATX-Board, eine bessere Wasserkühlung und ein besseres Netzteil. Ich habe ja hier auch wirklich nur auf die teureren Sachen zugegriffen, damit ich safe bin. Teureres Mainboard, ein teureres Netzteil, beziehungsweise mit 850 Watt anstatt 800, dass wir einfach auf der sicheren Seite sind. Und selbst da sind die PCs noch viel zu teuer. Also nein, lasst es einfach sein. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat jetzt wieder ein bisschen länger gedauert, aber ich wollte das einfach mal abgefrühstückt haben, das Thema. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Joint unseren Discord. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.